Hallo DWZ-Fans, ich bin im Waschsalon, hier in Hameln. Ja, es gibt einen neuen Waschsalon. Es ist Hamelns einziger, in dem man Wäsche waschen kann. Es soll wohl schon mal früher einen gegeben haben, habe ich mir sagen lassen, aber ich kann mich an den nicht erinnern. Also, wer eine kaputte Waschmaschine hat oder ganz viel zu waschen hat, der kann hierher kommen. Oder wer einfach gerne in Waschsalons abhängt, hat jetzt hier auf jeden Fall einen Hotspot. Wäsche waschen, das wollen wir jetzt auch machen. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht und zwar zum Testwaschen. Mal gucken, wie das hier so funktioniert. Bevor ich aber überhaupt die Sachen in die Waschmaschine tue und das Programm starten kann, muss ich natürlich bezahlen. Mal gucken, wie viel das kostet. Hier gibt es so ein Terminal. Und wenn ich auf Waschen drücke, dann steht hier... Ah, man sieht hier alle Waschmaschinen, die es gibt. Insgesamt gibt es 9 Waschmaschinen. 1, 2, 3, 4 Waschmaschinen sind belegt. Und die anderen 5 Waschmaschinen sind frei. Da ich nicht ganz so viel mit habe, nehme ich jetzt die kleinste Maschine, Maschine 2. Kostet 3 Euro. Man kann aber auch bis zu 13 Kilo waschen in der größten Maschine. Das ist so eine, die ihr hier seht. Da kostet es dann 7 Euro. Zahlungsmöglichkeiten. Okay, was mir direkt auffällt, man kann nicht mit Karte bezahlen, man muss Bargeld dabei haben. Also, Scheine oder Kleingeld? Ich habe bezahlt, die Maschine wurde freigeschaltet. Bitte Starttaste an der Maschine drücken. Möchten Sie einen Beleg drucken? Ja. Okay, Quittung habe ich in der Hand. Meine Dreckswäsche auch. Ja, dann lass uns mal loslegen. Waschmittel habe ich natürlich vergessen. Muss ich mir also auch noch kaufen für 50 Cent so einen kleinen Becher voll. Ich kipp natürlich erstmal schön was daneben. Oh Mann, ich hab's echt nicht so drauf. Dann muss natürlich die Wäsche rein. Wenn dann erstmal die Trommel zu ist, kann man sich durch so eine ganze Menge Programme klicken. Meine Güte. Ich, keine Ahnung, wähl einfach 30 Grad und los. Wird schon passen. 40 Minuten wird das Ganze dauern und das bedeutet für mich, ich muss warten. Ja, hier kannst du echt nichts machen. Das Wasser habe ich mir übrigens selber mitgebracht. Einen Getränkautomaten, den gibt es hier nicht. Und ansonsten gibt es hier ein paar Bänke, wo man sitzen kann, weil man muss ja auch irgendwie warten. Wer aber gehen möchte, braucht um seine Wäsche keine Sorge haben, denn die Maschine schließt sich ab und öffnet dann nach der abgelaufenen Zeit erst die Tür wieder. Das heißt, man müsste dann sich einen Timer stellen und rechtzeitig wieder hier sein. Oder man hängt halt die ganze Zeit im Waschsalon rum und nach gefühlt endlosen 40 Minuten ist meine Maschine dann auch endlich fast fertig. Als ich die Wäsche dann rausholen wollte, habe ich nicht kapiert, wie man die Tür aufbekommt. Und dann einfach mal planlos auf Knöpfe gedrückt, bis sie aufging. Ja, mein erstes Mal im Waschsalon. Huch, wie kommt das denn hier rein? Naja, also die nassen Sachen, die könnte ich jetzt hier in den Trockner tun. Aber nein, ich nehme sie mit nach Hause und hänge sie da auf. Das geht natürlich auch. Und das Taschentuch, was ich mitgewaschen habe, natürlich nur aus Versehen, das kommt hier in den Mülleimer.